Räder müssen rollen für den Sieg. So die NS-Propaganda während des Zweiten Weltkriegs. Sie rollen für den Krieg und millionenfachen Tod. Und sie rollen in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Ohne Eisenbahn wäre die Mordmaschinerie der Nazis nicht möglich gewesen. Doch es gibt immer wieder Eisenbahner, die Nein zum NS-Terror sagen. Gefährlich, denn die Bahn ist für die Kriegswirtschaft und den Krieg unersetzlich. Das Regime versucht deshalb, jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Und die Justiz spricht ein Unrechtsurteil nach dem anderen. Hochverrat, Feindbegünstigung, Kriegsverrat, das sichere Todesurteil. Meine Liebste und mein kleiner Liebling, ich werde bald das Leben verlassen, das so schön war. Und was mir auf dieser Welt das Liebste war, euch beide, die ich von Herzen liebe und die ihr meine Liebe so innig erwidert habt. Die braunen Machthaber lassen für den Krieg weit über 10.000 Dampflokomotiven bauen. Denn nur die Bahn kann große Mengen an Soldaten und Kriegsgerät transportieren. Und das geht nur mit Bahnchefs, die dem Regime treu ergeben sind, und mit Beschäftigten, die ohne Widerspruch mitmachen. Doch es gibt Eisenbahner, die versuchen, die Kriegsmaschinerie durcheinander zu bringen. Vor allem in den überfallenen und besetzten Gebieten, aber auch in Deutschland. Zum Beispiel in der Hauptstadt des Reiches. Wie hier im Stettiner Bahnhof im Berliner Norden, wo sich in der Zeit der Nazi-Diktatur immer wieder widerständige Eisenbahner treffen. Der Bahnhof existiert nicht mehr. Geblieben ist nur die S-Bahn-Haltestelle Nordbahnhof. John Sieber hat die Geschichte des Widerstands dieser Eisenbahner erforscht. Mehrere Gruppen sind hier aktiv. Siebers Vater Ernst, der im Güterbahnhof eingesetzt wird, gehört dazu. Und dessen Kollege, der Kommunist und einstige Journalist John Sieg, der zuletzt als Fahrdienstleiter arbeitet. Die beiden gehören zu einem Netzwerk, das später als Rote Kapelle bekannt werden wird. Das ist der alte Stettiner Bahnhof, als er noch stand. Stettiner Bahnhof heißt er, weil die Züge nach Stettin hier abgingen. Und vorne die Front ist die Invalidenstraße. Und auf dem Bahnhof in der Güterabfertigung lernte mein Vater dann John Sieg kennen, als er 38 im Herbst nach der Militärzeit hier anfing und Supernumerar wurde. Das heißt also eine Art Beamtenanwärter, wie man heute sagt. Der Eisenbahner John Sieg und seine Mitstreiter rufen die Arbeiter zum Massenwiderstand auf. Vor allem in den Berliner Betrieben. Doch der Aufstand bleibt aus. Aus dem Bahnhofsgelände wurde ein Park. Nur einige Gleise erinnern noch an die Zeit, in der der Stettiner Bahnhof für das Transportwesen der Stadt unersetzlich war. Mein Vater fing einen Güterumschlag an, auf dem Güterboden, wie das damals hieß. Und sein Chef war John Sieg, der war Mitglied der Roten Kapelle, einer großen Widerstandsorganisation. Er schulte meinen Vater, nahm ihn mit zu Bildungsabenden. Und als John Sieg 1942 im Oktober verhaftet wurde, war mein Vater in der Lage, praktisch seine Arbeit fortzuführen, zusammen mit anderen und auch Neuen, die dazu stießen. Die Verhaftung von Sieg und anderen Mitgliedern der Roten Kapelle ist ein schwerer Schlag. Man bringt ihn in die Zentrale der geheimen Staatspolizei. Dort entstehen diese Polizeifotos. Sieg immer noch in der Uniform der Reichsbahn. Beim Verhör wird er misshandelt. Um niemanden verraten zu müssen, erhängt er sich in der Gefängniszelle.
Als sich der Eisenbahner John Sieg das Leben nimmt, werden Juden bereits massenhaft in Konzentrationslager deportiert. Und die Reichsbahn ist von Anfang an dabei. Bis zu 100, manchmal sogar 200 Menschen werden in einen Waggon gezwängt. Ohne die Bahn wäre das millionenfache Morden nicht möglich gewesen, sagt der Geschichtswissenschaftler und Widerstandsforscher Siegfried Mielke. Wenn wir heute über Widerstand von Eisenbahnern sprechen, müssen wir natürlich auch über die Deutsche Reichsbahn sprechen, die sich zu einem der wichtigsten Erfüllungsgehilfen der Nationalsozialisten entwickelte, die sich schuldig machte bei den Transporten von Millionen Juden, Sinti und Roma und auch politischen Gegnern in die KZs. Deportation in Konzentrationslager. Die Stuttgarter Jüdin Else Eberle allerdings bleibt zunächst verschont, weil sie mit ihrem Mann in einer privilegierten Mischehe lebt, wie es in der NS-Terminologie heißt. Denn Josef Eberle ist ein sogenannter Arier. Doch auch er, der Rundfunkjournalist und spätere Herausgeber der Stuttgarter Zeitung, wird verfolgt. Bereits kurz nach der Machtübernahme besetzen SA und SS die Räume des Süddeutschen Rundfunks. 7 Beschäftigte werden entlassen, teilweise wegen jüdischer Abstammung, teilweise aus politischen Gründen. Für Josef Eberle, der auch Betriebsrat ist, wird in der Akte noch ein besonderer Vorwurf vermerkt. Kommunistische Betätigung. Obwohl er dies bestreitet, ändert sich an seinem Rauswurf nichts. Die Nazis sperren ihn sogar für 6 Wochen ins gerade eröffnete Konzentrationslager Heuberg auf der Schwäbischen Alb ein. Seitdem leben die Eberles in Unsicherheit. Ihre Wohnung wird mehrmals durchsucht und Eberle bekommt Schreibverbot. Während des Krieges verschlechtert sich ihre Lage. Bei Bombenangriffen hat Else Eberle immer wieder Angst um ihr Leben. Denn als Jüdin ist es ihr untersagt, Schutz in einem Bunker zu suchen. Doch die Eberles, die unterhalb der Bahnlinie Stuttgart-Zürich wohnen, finden einen mutigen, stillen Helfer am dortigen Wildparkbahnhof. Es ist Bahnhofsvorsteher Sebastian Imhoff. Viel geändert hat sich an dem längst stillgelegten Haltepunkt nicht. Imhoffs Tochter Gertrud erinnert sich noch gut. Sie ist hier aufgewachsen. Am Ende des Krieges ist sie 10 Jahre alt. Bei jedem Fliegeralarm rennt sie mit den anderen zu einer Dohle, einem zum Bunker umgebauten großen Wasserrohr. Sebastian Imhoff gibt dann das Kommando. In die Dohle, sofort in Pfaffendohle. Da ist man da die Treppe runter und dann den Hang runter. Und den Hang hat man ein bisschen befestigt gehabt. Man konnte auch so gut da runter. Und die Dohle ist ja so, dass ein normaler Mann aufrecht durchlaufen kann. Ist ja nur in der Mitte die Wasserrinne. Und das ist überdeckt worden mit Brettern. Man konnte also richtig reinlaufen. Und innen haben wir eine Bänke gehabt. Aber es ging. Und wir haben uns da sicher gefühlt. Ihr Vater Sebastian Imhoff, obwohl Mitglied der NSDAP, gewährt nicht nur seinen Leuten Einlass in den Bahnbunker, sondern auch der Jüdin Else Eberle und ihrem Mann. Verbotenerweise. Und obwohl ihm der stellvertretende Ortsgruppenleiter, der davon Wind bekommt, mit einer Anzeige und dem Verlust des Arbeitsplatzes droht. Während sich Imhoff als stiller Helfer betätigt, leisten Leute wie Siebers Vater Ernst aktiven Widerstand. Er beschafft falsche Papiere, Waffen und Sprengstoff, bringt illegale Flugblätter unter die Leute oder klebt kleine Zettel an Hauswände. Klebezettel wurden gemacht, nieder mit Hitler und nieder mit dem Schluss mit dem Krieg. Dann haben sie die innere Front und weitere Flugblätter herausgegeben. Es gab sogar Flugblätter in Italienisch, in Polnisch und in Französisch, glaube ich. Die wurden in den Gefangenenlagern über den Zaun geworfen zur Verteilung. Man wollte Sabotage auch verüben.
Und zu diesem Zweck besorgte bzw. stahl mein Vater Sprengstoff und Sprengschnüre und kam auf die Idee, Hohlwege auf der Strecke nach Küstrin, also an die Ostfront, den Hauptweg praktisch, zu sprengen. Die Eisenbahner wussten, wie man sowas macht. Das hätte recht effektivvoll sein können, aber es kam nicht mehr zur Ausführung. Denn Sieber war festgenommen worden. Dennoch, es kommt damals immer wieder zu erfolgreichen Sabotageakten. Wir können einem Schreiben von Januar 1942 des Chefs des Sicherheitsdienstes des Reichsführer SS entnehmen, dass weit über 150 Sabotageakte 1941 im Rahmen der Deutschen Reichsbahn verübt wurden. Es gab weit mehr Akte im besetzten Ausland. Natürlich hatten die auch bessere Möglichkeiten als im Deutschen Reich unter intensiver Beobachtung der Gestapo. Sabotage im Ausland, zum Beispiel im von der Wehrmacht besetzten Teil Frankreichs. So verüben die Eisenbahner im Raum Dijon mehrere erfolgreiche Anschläge auf wichtige Infrastruktureinrichtungen wie den Rangier- und Wartungsbahnhof Périgny. Damals einer der größten. Mit Güterbahnhof, Drehscheiben für die Lokomotiven und etlichen Reparaturwerkstätten. Paul Guyet hat hier seit seinem 15. Lebensjahr gearbeitet. Der Gewerkschafter hat sich intensiv mit der Geschichte der Résistance in der Region beschäftigt. Les convois, allemands. Um die deutschen Transporte zu behindern, hat eine Gruppe von Widerstandskämpfern diese Drehscheibe in die Luft gesprengt. 36 Loks waren dadurch 4 bis 5 Tage blockiert. Bei den Aufräum- und Reparaturarbeiten haben die Eisenbahner extra langsam gearbeitet. Sie hatten außerdem die Transformatoren gesprengt und damit die Stromversorgung lahmgelegt. Wir haben 2 Fotos, die sind sehr, sehr rar. Ich habe noch nie Fotos gesehen, auf denen man am Tag nach der Sabotage die deutschen Offiziere sieht und Arbeiter, die aufräumen. Einer hatte den Mut gehabt, diese Fotos zu machen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Doch das war nicht alles. Immer wieder haben die Eisenbahner von Dijon verfolgten Personen, Widerstandskämpfern, englischen Piloten und Spionen zur Flucht in die freie Zone Frankreichs verholfen. Man hat den Tender benutzt und die Leute im Wassertank der Dampflokomotive versteckt und deshalb den Tank nur teilweise gefüllt. Sie standen im Tank und wurden so über die Demarkationslinie gebracht. Sieben französische Eisenbahner nehmen die Deutschen schließlich fest und stellen sie vor Gericht. Einer von ihnen, der Lokführer Maxime Perrault. Sein damaliger Bahnausweis, ausgegeben von den deutschen Besatzern, die die Kontrolle über die Bahn hier übernommen hatten. Perrault stammt aus der kleinen Gemeinde Sainte-Sabine, rund 20 Kilometer von Dijon entfernt. Auf dem Friedhof das Grab, wo die Familie seine sterblichen Überreste erst Jahre nach dessen Tod bestatten konnte. Sohn André ist noch ein kleiner Junge, als der Vater verhaftet wird. Ich me souviens à son arrestation, donc en 43. Ich erinnere mich an seine Festnahme am 31. August 1943, als die Nazis unsere Wohnung überfallen haben. Sie haben alles durchsucht. Ich sehe noch das Bild eines großen Soldaten vor mir, der neben meinem Kinderbett stand. Ich war 5 Jahre alt. Sie haben alles durchwühlt und Dokumente und Waffen gesucht. Aber sie haben nichts gefunden. En fait, ils n'ont rien trouvé.
André Pirot kann die Zeit nicht vergessen. Fotos, die seinen Vater zeigen. Als Soldat beim Wehrdienst in Marokko. Donc c'est quand il était au service militaire au Maroc et avec maman à Sainte-Sabine. Mit meiner Mutter bei der Hochzeit in Sainte-Sabine vor der Kirche. Hier sitze ich auf seinem Schoß. Briefe des Vaters. Mutter Noemi schmuggelte sie in der Schmutzwäsche ihres Mannes aus dem Gefängnis. Der hatte sie zuvor in den Saum eines Hemds eingenäht. Die Gerichtsakte, das Todesurteil. Und der Abschiedsbrief des Vaters. Ich habe den Brief später transkribiert und in dieser kleinen Papiertasche aufbewahrt. Meine Liebste und mein kleiner Liebling, ich werde bald das Leben verlassen, das so schön war. Und was mir auf dieser Welt das Liebste war, euch beide, die ich von Herzen liebe und die ihr meine Liebe so innig erwidert habt. Mein Vater hat den Brief am Tag nach dem Todesurteil geschrieben. Du, meine Liebe, umarme meinen lieben Sohn Dede und passe gut auf ihn auf. Ich übersende dir die süßesten Küsse und Liebkosungen. Ich werde dich immer lieben. Dein Max. Im April 1944 starben die sieben Eisenbahner aus Dijon in Stuttgart im Innenhof des Justizgebäudes unter dem Fallbeil. Erst 75 Jahre später erinnert man hier an die Namen der Menschen, die die NS-Justiz hinrichten ließ, darunter die der Widerstandskämpfer aus Dijon. Ob in Deutschland, Frankreich oder anderen besetzten Gebieten, es waren tausende widerständige Eisenbahner, die das NS-Regime hat ermorden lassen. In den letzten Kriegsmonaten können wenige Stunden über Leben und Tod entscheiden. Um die Befreiung der Konzentrationslager durch alliierte Truppen zu verhindern, räumt die SS ein Lager nach dem anderen. Wer bis jetzt überlebt hat, wird auf Todesmärsche geschickt. Andere bringt man mit der Bahn in Gebiete, die noch von Deutschland kontrolliert werden. Wie nach Dachau, wo viele auf der Fahrt an Entkräftung sterben. Das droht auch Häftlingen aus dem KZ Leitmeritz und benachbarten Lagern. Als der tschechische Bahnhofsvorsteher Jan Neider und seine Kollegen erfahren, dass über 4000 Häftlinge in einem Zug mit 77 offenen Waggons verlegt werden sollen, wollen sie Widerstand leisten. Der Zug soll von Leitmeritz nach Süden in Richtung KZ Mauthausen bei Linz fahren. Am Bahnhof Rostocki, dem Jan Neider vorsteht, wird eine Rettungsaktion vorbereitet. Als der von SS-Männern und Soldaten begleitete Häftlingszug einfährt, beginnt die einzigartige Geschichte. Einzigartig sind auch die Fotos und die teils hektisch gedrehten Filmaufnahmen, die heimlich gemacht werden. Bahnhofsvorsteher Jan Neider versucht, die Abfahrt des Zuges so lange wie möglich zu verzögern. In Verhandlungen mit den Deutschen kann Neider erreichen, dass die Helfer den hungernden Häftlingen Wasser, Brot und andere Lebensmittel bringen dürfen. Der damals 13-jährige Miroslav Kostjal ist im April 1945 zufällig am Bahnhof.
Wir sind als Jungs hier auf dieser kleinen Mauer gesessen und haben gewartet. Der Zug ist von dort gekommen und war sehr lang, bis zum Ende des Bahnhofs. Am Zugende befand sich ein Waggon für die Wachen. Jan Neider hat das Geschehen auf dem Bahnhof hauptsächlich organisiert. Mit der großen Menschenmenge hat man bewusst ein künstliches Chaos produziert. So kann der Bahnhofschef die SS zumindest zeitweise überrumpeln. Die Häftlinge sind völlig ausgehungert. Außer Sichtweite der Wachen verteilt Miroslav Kostjal gekochte Kartoffeln an Häftlingsfrauen. Als die Frauen im Zug das Essen gesehen haben, sind sie von den Waggons gesprungen und haben sich darauf gestürzt wie wilde Tiere. Das war ein Schock für mich. Das kann man nicht vergessen. Auch andere Menschen aus Rostoki lassen sich von der SS und von den Maschinengewehren nicht abschrecken. Sie bringen Brot zum Bahnhof und kochen Suppe für die Häftlinge. Einigen können sie sogar zur Flucht verhelfen. Einige Häftlinge wurden von den Passanten in den Warteraum geschleust. Im Warteraum haben sie dann normale Kleidung bekommen, sich umgezogen. Und durch die andere Tür sind sie in der Menschenmenge weggegangen. So können in der kleinen Stadt über 300 Häftlinge flüchten. Freiwillige versuchen auch, die Kranken zu versorgen, steigen dazu sogar in einzelne Bahnwaggons. Ein Notlazarett wird eingerichtet. Etwa 80 Häftlingen kann dort geholfen werden. Der Zug verlässt Rostoki am nächsten Tag. Voller Hoffnung winkten die Männer und Frauen den Tschechen zu. Nächster Halt, Bubny, ein Vorort von Prag. Obwohl die Gestapo die Durchfahrt des Zuges anordnet, lässt ihn der dortige Bahnvorsteher anhalten. Um die Fahrt zu verzögern, legt er die Bremsanlage lahm. Folge: eine aufwendige Reparatur. Wieder Zeit, um den Häftlingen zu helfen. Die Fahrt geht weiter, über Budweis bis kurz vor die damalige Grenze, wo die Männer und Frauen nach 14 Tagen Irrfahrt endlich befreit werden. Die Eisenbahner an dieser Strecke haben bewiesen, dass es während der NS-Zeit Handlungsspielräume gab. Anderswo hat sie fast niemand genutzt, auch kurz vor Kriegsende nicht. Der Berliner Eisenbahner Ernst Sieber und die Rote Kapelle nutzen diese Spielräume, trotz großer Gefahren. Gegen Ende des Krieges wird Sieber verhaftet. Er kommt ins Gefängnis der Gestapo-Zentrale in Berlin, in Einzelhaft. Heute befindet sich hier die Gedenkstätte Topographie des Terrors. Mein Vater hat mal erzählt, dass er einen Menschen gehört hat und der hat Truthähne gefüttert. Und der hat ihn deshalb gehört, weil der sich mit den Hühnern unterhalten hat. Und das war sein einziger Kontakt, das mal von außen. Mein Vater war ja die ganze Zeit in Einzelhaft und gefesselt. Das muss schon schlimm gewesen sein. Das ist diese Gefängnishofmauer, von der Sie hier noch die Reste sehen. Ja. Und an der Stelle war das Hausgefängnis im Souterrain untergebracht. Und das sind die Zellen, ja? Das sind die Pläne dazu, genau. Im Gefängnis Berlin-Moabit wartet Siebers Vater dann auf den Prozess vor dem Volksgerichtshof. Die Anklageschrift ist erhalten geblieben. Wenn es zum Verfahren gekommen wäre, ist es aufgrund der Anklage Hochverrat, Feindbegünstigung, Kriegsverrat, das sichere Todesurteil. Und ein Urteil gab es Gott sei Dank nicht, denn sonst gäbe es mich nicht. Kein Urteil,
denn der Volksgerichtshof wird bei einem Bombenangriff zerstört. Ernst Sieber und andere Angeklagte werden deshalb nach Bayreuth verlegt, wo das Gericht seine Arbeit fortsetzen soll. Doch kurz danach wird Bayreuth von den Amerikanern befreit. Und nun passiert es, dass mein Vater dort seine große Liebe fand. Nach der Befreiung konnten wir uns nicht frei bewegen, die Zellen waren nicht mehr verschlossen. Und mein Vater verlobte sich also am 30. April im Beisein des US-amerikanischen Gefängniskommandanten mit Hannelore Wilbrandt, die in der Hamburger Weißen Rose aktiv war. Befreiung und Neuanfang. Sieber war einer der aktiven Nazi-Gegner. Einer von denen, die Mut bewiesen haben. Wir kennen inzwischen ungefähr knapp 400 Eisenbahngewerkschafter, die Widerstand geleistet haben. Wir kennen aber nicht, oder wir wissen nicht, wer alles in den vielen lokalen Eisenbahnbetrieben gearbeitet hat. Einige Hinweise deuten darauf hin, dass es auch dort eine ganze Reihe kleiner Zirkel und Zellen gab von Gewerkschaftern oder eben auch Kommunisten, Sozialdemokraten, sodass ich die These wagen würde, es war mindestens eine vierstellige Zahl von Eisenbahnern, die Widerstand geleistet haben. Über 1000 deutsche Reichsbahner. Dazu kommen tausende Bahnbeschäftigte in den besetzten Gebieten. Und die stillen Helfer. Wie an dem kleinen Stuttgarter Bahnhof Wildpark. Anfang 1945 ist die Jüdin Else Eberle, die mit ihrem Mann in der Nähe wohnt, in großer Gefahr. Das bekommt auch die damals 10-jährige Tochter des Bahnhofsvorstehers mit. Grund, das Regime hat die Regelungen für sogenannte Mischehen aufgehoben. Else Eberle soll jetzt doch in ein Konzentrationslager deportiert werden. Wieder hilft Bahnhofsvorsteher Imhoff. Sie haben Unterschlupf gesucht und dann hat mein Vater ihnen das angeboten. Ob ich eine Riesenbiene und dann hat man da Bettzeug und Matratze und so Zeug rauf. Und dann sind sie gekommen, sind rauf, haben die Leiter hochgezogen und zugemacht. Sie war Jüdin und ist verfolgt worden. Und damit sie entkommt, hat mir geholfen, ist darauf. Ja, die haben da oben gewohnt und geschlafen. Natürlich war es gefährlich für meinen Vater, sehr gefährlich. Er ist auch mal gewarnt worden von seinem Vorgesetzten, also von der Bahndirektion in Stuttgart. Und man hat ihm gesagt, er hätte doch eine Familie, also er soll vorsichtig sein. Sebastian Imhoff ist nichts passiert. Und Else Eberle überlebt auch die letzten Wochen der Nazi-Barbarei in ihrem Versteck in dem kleinen Bahnhof. Die amerikanische Militärregierung holt Josef Eberle zu Radio Stuttgart und macht ihn im September 1945 zu einem der Herausgeber der Stuttgarter Zeitung. Ob stille Helfer, wie im Fall Eberle, oder aktive Kämpfer, es gab Eisenbahner, die sich den Nazis entgegengestellt hatten. Ihre Namen sind meist unbekannt. Ihr Opfer, ihr Mut und ihre großen Verdienste unerwähnt.